Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders Planetfall mit den Dwar. Wir haben immer noch Krieg hier mit einem Syndikatkandidaten. Haben wir im letzten Mal so dermaßen, obwohl wir gewonnen haben, einen sehr teuren Sieg hier auf den Deckel bekommen. Ich kann nur hoffen, es hat sich gelohnt und ich habe auch vor, wenn es irgendwie möglich ist, die Technologie so schnell wie möglich zu erforschen, mit der man Helden wiederbeleben kann. Schauen wir mal, wann das der Fall sein wird. So, zunächst einmal machen wir alles erstmal hier wieder mehr Energie. Der Gegner ist auf jeden Fall jetzt erstmal rein militärisch, naja, nicht unbedingt geschlagen, aber zumindest zurückgeschlagen worden. Hat alle seine Truppen verloren, die er hatte. Und wir werden jetzt versuchen, Welle um Welle ihn jetzt hier zu erobern. Haben es auch geschafft, dass unser Verbündeter mitkämpft. Und jetzt wollen die Psyfische irgendwas von uns. Die wollen, dass ich mal wieder 6 Einheiten zerstöre. Das Gute ist, es ist sogar in der Nähe von Doppelschicht. Da ist auch noch irgendetwas in der Nähe. Oh Mann. Egal, was man tut, man macht's falsch. Was sind eigentlich diese Einheiten hier? Ne, das sind die da. Und das sind die da. Das ist alles Wachstum. Ist egal, ich mache das trotzdem. Ich muss jetzt trotzdem, obwohl ich es gar nicht will, diese Kämpfe hier kämpfen. So, die sind jetzt hier schon auf Meisterlevel, wie ihr seht, ne? Die Jungs hier, die haben es echt drauf. Ich bin bloß am Überlegen, ob ich das mit der Flechette jetzt hier so sinnvoll ist oder ob ich einfach hergehen sollte und jetzt hier die fortgeschrittene Ziel-Dingens da ihnen geben soll. Ich denke, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich meine auf jeden Fall erstmal das hier raus aus der Planung. Diese Jungs hier entfernen. Und jetzt kann ich nämlich daraus wieder die normale Infanterie machen. Das ist mir wichtig, Leute. Das ist mir sehr wichtig. Genau, hier fortschrittliche Zielerkennung. Plus 2 auf die Sensorreichweite und ignoriert 50% der Treffsicherheitsstrafen durch Sichtlinieneinschränkungen. Das ist mega, Leute. Das ist einfach nur mega gut. So, wie gesagt, das ist infantile Inf. Well. So, infantile Inf. Bestätigen. So, die werden jetzt hier erstmal umgebaut. Wie so ziemlich jede andere Unit ebenfalls, die wir hier besitzen. Bräuchten wir halt echt nochmal einen Helden, ne? Sobald er kann, rückt er aus. Warte mal, brauche ich ja eigentlich noch? Ne, die sind jetzt fertig. Gut. Ich schicke ihn jetzt hier rüber. Jemand muss das Kommando hier übernehmen. Über diesen traurigen Rest. Sektor annexed. Dieser Sektor wurde annektiert. Königsdämmerungsprotokolle haben wir erforscht. Was uns jetzt ermöglicht, ganze Berge bewohnbar zu machen. Nee, warte mal, das war was anderes, oder? Ach nee, das ist die Bewaffnung. Beim Zivilen ist das ja mit dem Gedöns. Ich frage mich jetzt gerade eben, warte mal, wie kann ich nochmal ganze Helden wiederbeleben? Ich weiß es gerade eben nicht. Lass uns erstmal das hier forschen, die anthropologische Forschung. Ich kann dadurch nämlich jetzt hier durch das Koloniehauptquartier mehr Einfluss generieren. Ich kann generell hier durch die Wassererzeugung mehr Wissen, Entschuldigung, ich kann mehr, nicht Wasser, Wissen kann ich jetzt gezielt statt Energie produzieren. Und ich kann hier noch mehr Kosmit mir dadurch jetzt hier organisieren. Alles Dinge, die ich gut finde. Production ready. So, jetzt kann ich diese Einheit der nächste Runde wieder auflösen. Der hatte schon wieder irgendwas gewonnen, was toll für ihn ist. Und für uns ist jetzt hier die Frage im Raum, kann ich eigentlich die mal irgendwie modden, dass es Sinn macht. Thermische Zentralrelais. Die Angriffe haben plus 10% Treffsicherheit und verursachen plus 20% gegen brennende Einheiten. Ja, aber brennende Einheiten bringen mir momentan nicht viel. Nee. Es kommt später noch irgendwelche Sachen, die dann noch mehr Explosionsschaden-Boni mit sich bringen, aber momentan sind die halt einfach noch so ein bisschen meh. Doppelschicht verfügt über einen nicht bewirtschafteten Sektor. Das ist klar, denn wir haben ihn gerade eben annektiert. Und ich bin am Überlegen, ob wir da jetzt auch auf die Forschung gehen wollen. Will ich hier mehr Forschungsplätze? Die sind ja noch gar nicht wirklich ausgenutzt, ne? Mal das an hier, wie die Zufriedenheit am Start ist. Eigentlich gerade eben gar nicht notwendig. Ich kann das echt...
Sei denn, ich mache jetzt hier mal einfach mal generell hier noch einen Fokus drauf, dass hier die Bevölkerung schneller wächst. Wir machen mal hier das hier, weil, wie gesagt, solange wir hier nicht ins Minus fallen, ist ja hier alles super. Die Frage ist bloß immer noch, was bauen wir hier rein? Was bauen wir hier rein? Nochmal so ein Industriekomplex oder Forschung? Lass es uns für Forschung machen. Ganz neutrale Stadt. Währenddessen wir hier uns nochmal umschauen, was der Typ hier so alles vor uns potenziell versteckt hält. Espionage hat gerade eben erst begonnen. Seltener Fall, dass ich hier wieder forschen kann, aber ich glaube, ich habe einen neuen Kontinent entdeckt. Nee, stimmt gar nicht. Das könnte immer noch derselbe sein. Maloche können Dinge bauen. Dann malocht mal wieder hier für Energie. Wir beten die Runde. Der Typ kommt schon wieder an. Wo kommt denn der jetzt auf einmal schon wieder her hier? Keiner hat sie eingeladen. Die Stinkstiefel. Das ist jetzt, so wie es aussieht, höchstpersönlich mit. Keine Ahnung, was hat er denn da Schönes? Projektor für adaptive Tarnung. Diese Mod gewährt der Einheit zusätzlich plus 1 Schild. Er hat einen Biowerfer, der eine riesen Reichweite hat. Und die Zytec-Fäuste. Okay. Er ist ein unangenehmer Wicht. Wir drehen uns jetzt erstmal in diese Richtung. Zack. Ich habe nicht vor, dieses Mal schon wieder mich jetzt hier irgendwie Granaten auszusetzen, wenn es irgendwie vermeidbar ist. So, ausrichten. Geh dahin mit denen. Die werden hoffentlich nicht gleich angegriffen werden können. Sehr unangenehm, das jetzt. Das könnte jetzt ein echt fieser Rückschlag werden für uns. Ich weiß nicht, wo der diese Armee her hat, aber ihr tut diese Dinge. Schredderbombe. Fangen wir doch gleich schon mal damit an, wenn ihr schon so nett hier beieinander rumsteht. So, Freunde. Kann halt nicht auf die schießen, ne? Da ging es. Da nicht? Hä? Wieso sollte ich hier schießen können und hier nicht? Hier kann ich schießen. Ich komme da gerade nicht so ganz drauf klar. Ohne Witz, das ist für mich gerade eben ein Rätsel, was hier gerade eben passiert. Da kann ich auch nicht. Wenn ich jetzt zwei vorgehe, geht auch das hier zwei vor. Ich warte einfach mal. Früher oder später muss er kommen. Oh, beschleunigt. Klar, er crittet natürlich gleich. Super. Freue mich total. Ja, jetzt hat er seine Heilungen verbraucht. Boah. Boah. War das ein Lack gerade eben? Aua, 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 aua. Okay, das erste, was ich jetzt mache, ist dafür zu sorgen, dass diese Einheit hier nicht stirbt, denn wir brauchen sie. So. Dann schießt du auf diese scheiß Bienen, denn die machen hier gerade eben den meisten Ärger. Schön, dass du wenigstens einmal getroffen hast.
So, Nummer 1. Nummer 2. Komm schon. Abgeschossen, gut. Payback. Dann wurde der Kampf jetzt hier immerhin schon mal geebnet. Du gehst dahin, baust jetzt hier dein komisches Teil ein. Und knallst jetzt hoffentlich mal die da unten. Oh, das wird richtig ungeil. Ablenkungsprojektor. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich jetzt echt hasse, was der Typ tut. Welche Hallos macht er jetzt hier auf uns? Boah, ey, der Schaden, ey. Guck dir mal diesen Schaden an. 14, 14. Ja, das war diese Einheit. Oh Mann. Ich hätte die Stadt einfach übernehmen sollen, glaube ich. Wäre gesünder gewesen. 5% Trefferchance. Läuft. 30% hier. Daran irgendetwas ändern? Nicht wirklich. Ich kann da hingehen. Aus dem Roten ein Gelbes machen. Bäm. Super. Genau das habe ich jetzt gerade nicht gebraucht. Ein Versagen kosmischen Ausmaßes. Warte mal, kann ich das hier einsetzen? Kann ich. Bringt aber nichts. Schön. Aber damit habe ich eine bessere Trefferchance als mit irgendwas anderem. Okay, gekrittet. Das war gut. Ja, dann rück mal vor hier. Boah, fuck. Komm. Oh, geil, gekrittet. Wenn ich den Helden wegkritten kann, sage ich natürlich auch nicht nein. Ich könnte ihn jetzt hier im Nahkampf angreifen mit den Schilden. Probier's. Ohne Witz. Ich habe ja Nahkampfangriffe. Keine Ahnung, warum das jetzt mir so komisch angezeigt wird. Okay, er hat ihm jetzt nur eine Schürfwunde verpasst. Das hilft mir jetzt auch nicht gerade weiter. Feuersturmprojektil auf ihn drauf. Macht ihn hoffentlich fast tot. Er brennt jetzt auch. Er ist halt der größte Troublemaker auf dem Schlachtfeld, ne? Interessiert die Einheit mal gar nicht, dass die Deckung haben, ne? Das ist echt so krass. Unit down. Schaut euch mal diesen Käse an. Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr. Unsere Eroberung ist weg. Ich kann jetzt noch versuchen. Ja klar, die haben ja Overwatch jetzt natürlich. Die haben hier einen Overwatch. Komm schon, treff! Ja, 5% Wahrscheinlichkeit eher gering. Ich will ihn jetzt trotzdem getötet haben. Mit scheißegal. Stirb! Enemy Commander down. Boah. Und jetzt können wir verlieren. Oh Gott. Okay, der Krieg wird härter als gedacht, ohne Witz. Schaut euch mal an, wie der uns weggeräumt hat. Our forces have been defeated. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich gegen den kämpfen soll. Er hat uns das jetzt hier wieder weggenommen. Und jetzt kann ich mit ihm ja eigentlich schon wieder zurücklaufen. Scheibenkleister. Irgendjemand muss das jetzt hier einfach bewachen. Und hier müssen neue dann Sachen gebaut werden. Nein, ich habe gar keine Zeit mehr für diese scheiß Aufgaben. Ohne Witz, ich habe keine Zeit mehr für sowas. Aber wir werden es trotzdem nebenbei machen müssen. Ich hoffe, dass jetzt auch unser Verbündeter mal gegen ihn mobil macht, ne? Mir egal, wie er besiegt wird, Hauptsache er wird besiegt. Okay, wir sind dran. Der Held kann momentan noch nicht schießen.
Aber da wird es können nächste Runde. Ich schwör mal hier dieses die Vieche. Jetzt die Stellung. Ich sag's mal so, diese Armee hier ist auch deutlich besser als die anderen Armeen, die wir jetzt verloren haben. Sollte vielleicht nämlich diesen neuen Helden ihr diese Aufgaben machen, mit ihm jetzt den Krieg führen. Könnte was bringen, Freunde. So. Und du motivierst jetzt mal ihn hier, komm. Lucky Fall, noch ein Tor oder so ähnlich. Verteidigung. Mit ihm kann ich ja noch laufen. Ja, du kannst noch. Dabei ist hier ein blödes Gebiet. Du gehst mal dahin. Ausrichten und hoffen, dass du nicht angegriffen wirst. Oh, da ist ein Baron, der hat sich gerade eben selber verstärkt. Sehr unangenehmer Gegner. Barone sind super mächtig. Ich hoffe, dass ich da relativ bald rankomme. Hallo? Sehr witzig, dass ihr einen Nahkampf sucht. Und das für eine Einheit. So, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier schon mal loslegen. Kann eigentlich nur auf den da schießen, wie ich gerade eben feststelle. Oh komm, Sniper, bist du weg. Dann kannst du hier schon mal die wegmachen. Payback. Dann kommen die schon nicht mehr auf blöde Ideen. Kreuzfeuer. Feind ist ja jetzt auch schon da. Zack, Verteidigung eingerichtet. Kreuzfeuer. Und weg damit. Erledigt. Mit dem kann ich auch dahin schießen. Ah, 50%. Egal, ich mache es. Der Feind ist jetzt ohnehin schon dazu gezwungen, uns jetzt hier anzugreifen, wenn er gewinnen will. Wir mauern uns einfach ein. Wir sind die Dwar. Wir haben keine andere Aufgabe, als uns hier anzumauern. Wir heilen die Jungs hier. Und damit ist unsere Runde auch schon zu Ende. Ach, stimmt, er kann die wiederbeleben. Wie schön. Aber hoffentlich nur einmal. Oh je. Ihr seht jetzt, die sind jetzt hier direkt neben uns, ne? Ist uns aufgefallen. Können solche Erschütterungsattacken machen. Ihr habt gesehen, die haben uns gerade eben unsere Verteidigung hier kaputt gemacht. Jetzt wird es Zeit hier für ein bisschen Gekloppe. Oder kann ich jetzt das mit Granaten machen? Nee, Granaten ist eine blöde Idee. Also, Gekloppe ist das Thema. Gekrittet. Bäm. Du schießt auf ihn. Und ihr Fliegerchen schießt ebenfalls da drauf. Enemy annihilated. Erledigt. Die können nichts mehr machen. Die wurden weggerüttelt. Die können nur das da machen oder Nahkampf schlagen. Komm, schlag zu. Mach ich jetzt mit denen da. Am besten sie wegschießen. Vor die Scheiße machen. Ah, geil. Der Moment, wo du dich auf Einheiten aufteilen musst. Das ist der unangenehme Teil einer Schlacht. Uns halt jetzt echt unsere Deckung weggenommen. Finde ich nicht gut. Gar nicht gut. Wir werden. Boah, ich hoffe echt, dass wir jetzt hier nicht irgendwie noch Units verlieren. Das würde mich mehr als nur belasten. Jetzt schieß erstmal den da kaputt. Du unterstützt das hier. Gut, ein Problem weniger. Kann man dahinter Deckung suchen? Kann man nicht. Kann es aber hier Deckung suchen.
Granate. Und der Feind ist ja schon mal geblendet. Dann knallen wir die weg. So, ein Problem weniger. Er ist da drüben leicht zu treffen. Aber ihr seht, das ist ein Baron. Also diese Barone, die sind tough. Ihr seht, die halten ganz schön was aus. Scheiße. Ich muss hier echt aus der Deckung raus, um auf den zu schießen. Will mir ja gar nicht gefallen. Ihr seht, warum mir das nicht gefällt. Oh, bitte nicht sterben. Oh! Lauf! Okay, Junge, lauf. Ohne Witz. Du bist viel zu gut entwickelt, um zu sterben. Ich kann auf den da hinten schießen. Bitte treff, komm. Yes! Kein Versager hält. Und... Oh. Payback. Baron erledigt. Attacke. Laufen jetzt Granaten drauf. Crit. Gefällt mir. Die Drohnen sind weg. Was mir nicht so gefällt. Der kann hier sogar schon schießen. Komm, schieß drauf. Die Einheit hier. Kann sie auch noch schießen? Da kann sie schießen. Sehr gut. Zack. Bau dir mal so ein Teil. Bam. Bam, habe ich gesagt. So. Das ist gerade sau anstrengend. Diese Unit ist so viel. Boah. Also diese ganze Armee ist so viel gemeiner, als ich es erwartet habe. Wir reduzieren seine Deckung. Und sein Leben. Enemy destroyed. Our forces are victorious. Ja, endlich höre ich dieses Geräusch mal wieder. Objective completed. Yay! Gönnen wir uns mal was. Boah, die sind sowas von kaputt. 5 Skillpunkte. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal irgendwie unsere Truppen besser machen. Ein Säuberungsfeld. Der hält jetzt einen Säuberungsfeldmodulator gegen ein Bodenziel ein. Alle negativen und positiven Effekte werden. Nee, das will ich nicht machen. Ein Debuff-Auflöser, wenn ihr so wollt. Plasmawelle ist ein Angriff, so wie es aussieht, ein Nahkampfangriff. Mit 7 Feldern Reichweite. Nee, fällt mir auch nicht wirklich. Fallout-Protokolle setzt die Widerstände des aller Einheiten um 2 hoch. Nee, also ich bin ja der Meinung, dass ich ihn hier noch ein bisschen besser verbessern will, was Zielwasser, Fernkampf hat er ja schon auf einer höheren Stufe. Ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass er länger lebt. 80 Lebenspunkte ist jetzt hier echt das Minimum. Ihr habt ja gesehen, was mit den anderen Helden passiert ist, ne? Das war eher so halb toll. Da sehen wir schon mal gegnerische Units. Ich kann es ihm leider nicht wegnehmen. Wäre lustig, wenn man das könnte. Auf der anderen Seite, es wäre auch nervig, wenn man das als Spieler erleben müsste. Vielleicht ist es ganz gut so, dass es nicht geht. Auch hier schürfen wir. Beziehungen zu Wachstum haben sich verbessert. Das ist interessant. Incoming communication. Und er spricht uns mal wieder ein Dingens auf. Hat er jetzt eigentlich schon Krieg? Er hat schon Krieg, ne, mit ihm. Er hat Krieg mit ihm. Ich hoffe bloß, dass er den jetzt demnächst auch mal wirklich mal einsetzt. Ich verhandle mal mit ihm, ob ich mit ihm hier ganz allgemein jetzt hier die Grenzen öffnen kann. Das biete ich ihm jetzt einfach mal an. Vielleicht ist er da mit dabei. Jawohl, wir haben jetzt vollständige Grenzöffnung. Das heißt, er kann jetzt auch bei uns durchlaufen und den Gegner angreifen. Sehr wichtig. Jetzt. Incoming communication. Was hat denn der jetzt hier gegen mich? Hey, Vorhut.
Vorhut, ich hab dir nichts getan. Komm, ich mach dir mal ein Kompliment. Obwohl du mich beleidigt hast. Das war das schönste die schönste Beleidigung, die ich jemals bekommen habe. Im Gegensatz zu der von Taro von Haus von Timur. Der kann's einfach nicht. Aber du kannst es. Also, das hoffe ich, ist jetzt positiv angekommen. Scheiße. Doppelschicht hat das ja jetzt erstmal abgeschlossen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Einheiten bald bauen. Vorher machen wir alles noch das da. Und ich bin am Überlegen, was für Einheiten hier wir bauen sollen. Ich nehme jetzt mal die gesellschaftliche Forschung noch. Zwei Runden. Und dann müssen wir mal anfangen, hier drüber nachzudenken. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Production ready. So, Schmelztiegelchen. Du hast jetzt alles, was man hier sich wünschen kann. Ich bin jetzt auch der Meinung, dass wir jetzt hier mal bessere Einheiten uns holen sollen. Wobei, ja, wir machen genügend Energie. Energie ist nicht das Thema. Ich möchte ein paar Bollwerke bauen. Fangen wir mal mit einem an, denn es wird uns ja immer gleich sofort abgezogen. Das hier haben wir geschürft. Ja, das haben wir verloren. Maloche kann Dinge produzieren. Ich mache jetzt auch mal nochmal einen Bollwerk rein, oder will ich das? Nee, ich will das nicht. Was hatten wir denn hier für einen Kommandanten? Er hat ja immer noch diese Fäuste in dieses Granatwerferteil. Lasst uns mal nochmal hier wirklich über eine infantile Impf nachdenken. Und schmeißen dann jetzt hier diese infantile Impf-Version raus. So. Und damit, liebe Leute, würde ich mal sagen, sind wir an einem guten Punkt für einen Break. Ja, so geil es am Anfang lief, jetzt wird's anstrengender. Der Feind will sich nicht beugen lassen. So ein Egoist. Mal schauen, wie es weitergeht beim nächsten Mal, ne? Schöne Zeit bis dahin. Tschüss und Ade.